Ja, wenn man schon an einer Cheerleading-Schweizer-Meisterschaft ist, dann will man auch noch ein bisschen näher dran gehen an die Cheerleader. Und das machen wir. Wir sind bei den Capital Hornets, die sich hier im Park sich am Einwärmen sind und für nachher ihren Auftritt. Und wenn ihr ein bisschen wissen, was braucht es denn überhaupt als Cheerleader? Was gehört dazu und wie stylt man sich so schön? Was treibt euch überhaupt zum Cheerleading? Wie hat es bei dir angefangen? Ja, einfach so die Freude, zusammen in einem Team immer etwas zu schaffen. Und es ist auch wirklich immer, wenn etwas Neues klappt, ist es wirklich immer so ein gutes Gefühl. Und darum, ja, das, ist wirklich, das macht Cheerleading aus. Mhm. Gehen wir noch eins weiter. Was ist bei dir so ein Ausschlaggeber, dass du Cheerleading machst? Also ich bin durch eine Kollegin dazugekommen, die hat gesagt, ja, sie macht so einen Sport, den es eigentlich sonst nicht gross gibt, Cheerleading. Und dann hat sie gesagt, ob ich mal mitkommen möchte. Und dann bin ich mal mitgegangen. Das war bei den Kleinsten, bei den Pee-wees. Und ja, jetzt bin ich durch eigentlich jede Stufe durch und jetzt hier. Und das ist einfach ein toller Sport. Was braucht der Sport? Was ist so ein bisschen, was würdest du sagen, sind so die Eigenschaften, die man haben muss, um mitzuhaben? Also eigentlich hat jeder das Potenzial, da mitzumachen. Ich denke, es ist einfach die Motivation, die man braucht und der Teamgeist. Und dann mit Training schafft man eigentlich alles, bringt man alles her. Teamsport, wirklich alle zusammen. Und wie manchmal trainiert ihr jetzt so in der Woche? Jetzt zweimal und am Wochenende manchmal auch noch. So um die 4 Stunden manchmal. Ja. Mhm. Ja. Ich meine eben, es ist nicht nur ein Sport, sondern es ist auch ein bisschen Aussehen. Es fällt auch extrem auf an der Schweizer Meisterschaft. Wenn man das erste Mal da ist, sieht man einfach extrem viele Outfits. Ist das sehr wichtig, dass man auch gut aussieht als Cheerleader? Also während dem Training ist es eigentlich komplett egal, aber während der Schweizer Meisterschaft, ja, gehört es schon dazu, dass man sich ein bisschen aufstylen und einfach, ja. Wegen der Ausstrahlung. Das macht viel mehr aus, wenn du geschminkt kommst oder einfach wirklich schön angelegt. Da kommt viel mehr rüber. Gibt es vielleicht auch irgendjemanden, wo man kommt und sagt, ich schminke mich nicht gerne, ich will mich nicht aufdackeln, wo das irgendwie zu viel war? Oder findet das alle, es gehört dazu? Also bis jetzt hat man, glaube ich, jeder können überreden dazu. Ja, also ich bin zum Beispiel gutes Beispiel, ich schminke mich wirklich nie, aber heute mache ich es eigentlich gerne so wie heute. Sonst würde ich nicht so viel. Aber sonst, ja. Das gehört dazu. Und Mäscheli sind ja auffällig. Fast alle Cheerleader-Mannschaften haben Mäscheli. Was hat es mit denen auf sich? Ich glaube, das gehört einfach so zum Cheerleader-Bild. Und bauchfrei sein muss man auch können, dürfen? Nein. Also wir haben die bauchfreien Uniformen eigentlich erst bekommen, wo sie haben Partnerstand gemacht. Das ist, wenn zum Beispiel ein Mann dünner ist und eine Frau oben, für das man besser haben kann. Aber ich persönlich finde es auch schöner. Und jetzt sind wir hier an der Schweizer Meisterschaft. Ich nehme an, das Ziel ist auch Schweizer Meister zu werden. Oder was ist bei euch so ein bisschen das grosse Ziel, das ihr daran arbeitet? Also das Ziel ist einfach Spass haben, können auf dieser Matte stehen. Und wenn man gewinnt, ist es halt mega cool. Aber man ist einfach auch froh, wenn man einfach ausgestanden ist und das Beste hat gegeben und niemand verletzt ist. Ja. Eben, wenn man zuschaut, also wir haben die ganze Zeit den Maul offen, wenn ich hier zuschaue, weil irgendwie, es sieht auch gefährlich aus, irgendwie. Also man wirbelt durch die Luft durch. Muss man viel Kraft haben? Was ist körperlich so ein bisschen gefragt bei einem Cheerleader? Komm noch mal zu dir rüber. Also, ja, man sollte schon ein bisschen beieinander sein. Also man sollte vielleicht nicht die grössten Verletzungen haben, obwohl das eigentlich auch schon die meisten Cheerleader haben. Wie meinst du die meisten Verletzungen? Also es ist ein ziemlich gefährlicher Sport, also es kann schnell mal etwas passieren im Training, auch bei den Auftritten, dass vielleicht irgendjemand mal am Boden fällt oder dass man irgendwie mal einen Ellbogen in die Nase bekommt. Also ja, man sollte vielleicht nicht so wehleidig sein, wenn man das macht. Was ist bei dir vielleicht schon so das Schlimmste, was passiert ist bisher? Hast du schon mal einen Ellbogen im Gesicht gehabt, oder? Also ja, alles. Fuß, Ellbogen, das Knie, eigentlich auf den Kopf gefallen, also alles. Aber... Ja. Aber machbar ist es für jedermann, denke dir? Also ich glaube, wenn man generell zum Beispiel schon Rückenprobleme hat oder so, es hört auch viel auf, weil es braucht wirklich den Körper. Es ist nicht so, dass man das einfach so locker mal macht, weil man stemmt halt Gewicht oder man muss da oben Zeug ziehen. Und also wenn man schon ein bisschen angeschlagen ist, ist es glaube ich nicht so das Idealste. Aber sonst, ja, vielleicht nicht ewig lang, aber... So einen kurzen Moment könnte ich auch mithaben, was meint ihr? Ja. Wollen wir etwas probieren? Ja. Also. Dann würde ich sagen, wir machen etwas Einfaches, damit ich mithaben kann. Hello, okay. Soll ich das haben? Ja, genau. Dann kannst du es kommentieren. Ja. Okay, gut. Also. Sie hat echt so viel Fläche für ihren Fuß. Was ist denn da drauf? Aha. Dann gehen wir rauf. Und während dem Rauf gehen, einfach so die Hänge ausdrehen. Und dann da hier herstellen, dass sie wirklich da drauf kann stehen. Und kannst noch so ein bisschen ihre Füße haben. Und dann zum Runtergehen, mache ich einfach wieder ein Päckchen. Das heisst, wir gehen
einfach wieder in die Knie und führen sie wieder ab. Einfach so wie am Anfang. Ganz was klar. Ist, wenn sie runterfällt? Wenn ich nicht gut habe? Von da fällt sie nicht ab, aber okay. Sonst müssen wir sie haben. Wenn sie fällt, muss ich sie das sagen wir immer. Das ist sehr wichtig. Flyer muss immer gehabt werden. Immer. Immer, immer. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3. Super. Es hat sie. Also, wow. Wir sind zurück. 5, 6, 7, 8, 1, 3. Schön. Also ich muss mir eher gratulieren. Okay. Aber man merkt sich, es ist ein Team, oder? Also mit dem Team zusammen hat man sie. Wenn man es allein machen müssen, wäre es wahrscheinlich ein bisschen unheimlich. Ja, merci vielmals fürs Zeigen. Euch ganz viel Glück. Und habt ihr noch irgendetwas, was ihr zeigen wollt? So einen Lieblingsmove oder Stunt? Eine Liberty. Ja. Machen wir eine Liberty. Eine Liberty. Also gut. Die Capital Hornets von Bern. Sehr schön. 5, 6, 7, 8, 1, 3.